Hey Verfechter des Datenschutzes, willkommen auf 149.202.127.134, dem Vanilla-Anarchie-Server in der Java Edition. Ja, let's go. Heute schauen wir ein Video vom MediaCCC.de-Channel. Der wird in letzter Zeit durchgebingewatcht hier. Ein Video von 2028 von der 35C3 mit 7.900 Aufrufen mit dem Titel "Was schützt eigentlich der Datenschutz?" Dann würde ich sagen, let's go. Das Video dauert eine Stunde und wir werden vermutlich das Ganze in dieser Folge schaffen, obwohl ich eigentlich für diese Folge gar keine Pläne habe. Also mal sehen, was da abgeht. Okay, Ja, willkommen hier in ELYZA für den Was ist da laut? dritten Talk dieses Ich denke, ich Blocks schau mal, an ob diesem ich die zweiten Flying Tag hier. Machines finde. Die sollten wahrscheinlich mittlerweile Uns wird stehen geblieben heute sein. Rainer Rehak etwas über was schützt eigentlich der Datenschutz erzählen. Und er wird uns eine kleine Einführung mit einem strukturellen Blick auf den Datenschutz gewähren, um uns ein bisschen Debattenrüstzeug zu geben. Und da würde ich euch bitten, eine Runde Applaus zu spendieren und Rainer willkommen zu heißen. Was ist denn da für ein Holz? What the fuck? Ja, hallo, herzlich willkommen, welcome und ni hao. Ja, was schützt eigentlich der Datenschutz? Ich bin sehr froh, hier sprechen zu dürfen, weil es vielleicht teilweise ein bisschen pointiert als Ja, die These, fahren dass ja auch die noch. Datenschützerinnen aufhören müssen, von individueller Privatheit zu sprechen. Das ist ja immer so ein Thema, was sich durchzieht. Wenn es um Datenschutz geht, dann geht es gleich um die Privatsphäre und das Innerste des Menschen. Das ist sicher auch richtig, aber meiner Ansicht nach ist das ein bisschen zu klein und spielt gerade Ich dachte den irgendwie Personen nicht, in die Hände, die dass wir das noch eigentlich, ich sage fährt. jetzt mal wir, die wir eigentlich mit der Argumentation sozusagen bekämpfen wollen oder überzeugen wollen, im besten Falle. Also erstmal zu mir, so ein bisschen, dass man immer weiß, wer da spricht, was für einen Hintergrund ich habe, dass man so ein bisschen einsortieren kann inhaltlich. Also ich bin selber wissenschaftlicher Mitarbeiter am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Meine Forschungsbereiche und Forschungsinteressen. Okay, also irgendwie waren da ja drei Flying Machines und ich finde jetzt noch eine und die fährt noch. Also ich dachte, da sind jetzt drei stehende und nicht eine fahrende. Aber naja, man wird hier mal überrascht. Ja, ich denke, eine gute Mission für die Folge wäre einfach neue Machines zu. Wow, der macht ja Schaden. Heidewitzka. Neue Maschinen einfach hier aufzubauen. Und ja, ich weiß gar nicht, vielleicht sollte ich nicht sterben. Vielleicht sollte man die andere Maschine noch mitnehmen. Aber ich denke, man kann die ja später auch noch nachladen und dann hierher holen. Das ist eigentlich ganz gut. Und dann, ja, doch, ich bin zufrieden mit dem Plan. Weiter geht's vom Video. Technikzuschreibungen, also Funktionszuschreibungen, IT-Sicherheit, Datenschutz, Informatik und Gesellschaft. Ich bin selber auch habe Informatik und Philosophie studiert an der Humboldt-Universität zu Berlin, Freie Uni Berlin und Chinese University of Hongkong. Und habe auch meine Diplomarbeit geschrieben über die heimliche Online-Durchsuchung und insbesondere Der die macht gesellschaftlichen Konsequenzen drei davon. Leben, ja, der ist krass. Außerdem bin ich aktiv im Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung bei Amnesty International und bei der Gesellschaft für Informatik. So, worum soll es heute gehen? Ein Fahrplan. Also erstmal will ich ein bisschen was über Begriffe sagen, die dann fallen werden. Dann über das Problem, was es überhaupt zu diskutieren gibt im Datenschutz. Dann gibt es ein bisschen Theorie und Operationalisierung. Operationalisierung heißt, wie man aus den ganzen theoretischen Konstrukten dann tatsächlich konkrete Handlungen ableiten kann. Dann möchte ich was über die auch in der Beschreibung des Talks so ein bisschen kritisierten Nichtlösungen sagen, da konkret drauf eingehen. Vielleicht, wenn sich da Fragen anschließen, werden wir auch eine Q&A noch machen, dass wir das diskutieren können zusammen. Dann werde ich ein Fazit präsentieren und dann kommt noch eine Literaturhinweise. Die Folien kommen dann auch ins FRAP. Für diejenigen unter euch, die sich dann noch weiter einlesen wollen und das weiter verfolgen wollen, über diese Foundations EFS-Index.
Also erstmal die Begriffe. Erstmal, wenn man über Datenschutz redet, im Englischen ist es ja noch komplizierter, so mit Privacy und Data Protection und so weiter. Es gibt erstmal so einen Begriffe-Mix, das wird dann auch zusammengehauen mit Überwachung und dann, das ist so eine Mischung, deswegen will ich das erstmal auseinanderziehen, dass wir wissen, worüber wir reden. Erstens, Datenschutz selber ist ein sozialwissenschaftlicher Begriff. Ich werde die alle nachher so ein bisschen mehr auffächern, insbesondere Datenschutz. Datenschutzrecht Mending. Ist ein juristischer Begriff. Ja, moin. Warte mal, kann man das da abziehen? Kann man Mending, man kann doch das da runterholen, oder? Ey, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich was Wertvolles hier drin finde, so money rich, wie ich mittlerweile bin. Aber, Bruder Mending. Ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Magischer Begriff. Ich glaube, Datenschutzrecht, da haben wir eine ganze Menge dazu jetzt schon gehört, auch sowohl in den Medien, weil zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung ja wirksam geworden ist, 2018 jetzt im Mai. Und über Datensicherheit haben wir hier mit Sicherheit ja auch eine ganze Menge schon gehört und gewusst. Der Witz daran ist, dass das alles so ein bisschen zusammengehört bei dem Thema, aber dennoch diese Bereiche oder diese Themen jeweils eigene Diskursregeln gehorchen. Und naja, es ist, auch wie bei allem ist es so, dass die Problembeschreibung selber auch die Lösung so ein bisschen vordefiniert. Das heißt, der Korridor, wo man hinschaut, was da irgendwie als sinnvolle Lösung irgendwie in Betracht kommt. Und naja, welcher Informations- oder welcher Datenbegriff wird da verwendet, das ist auch so eine Schlüsselfrage, die ist gar nicht so schwer, aber die muss gestellt werden und die muss beantwortet werden. Jetzt mal kurz als Überflug, das Datenschutzrecht, ne, das Datenschutzrecht schützt also Personen. Der Anknüpfungspunkt dabei sind personenbezogene Daten, das kennt man ja auch sozusagen weitläufig diskutiert. Und zum Beispiel die Begründung, was schützt eigentlich die Datenschutzgrundverordnung? Oder was setzt sie um? Wäre im Juristischen, würde man sagen, naja, die setzt halt Artikel 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union um. In der Informatik würde man sagen, okay, das leitet auf ein weiteres Terminal. Ja, was ist denn Artikel 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union? Das ist so eine Art die Verfassung der EU, zum Beispiel als Vergleich mal mit dem deutschen Grundgesetz. Auch da ist Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie ist zu achten und zu schützen. Und Artikel 8, das ist ja für die DSGVO besonders relevant, ist Schutz personenbezogener Daten. Das steht da einfach genauso drin. Und wenn der Schutz personenbezogener Daten ein Grundrecht ist auf europäischer Ebene, ist ja klar, dass jegliche Datenverarbeitung dann auch eine Verletzung von Grundrechten ist. Wobei die Frage dann bleibt, ja, aber warum eigentlich? Also, wenn man so ein bisschen vorrechtlich diskutieren will, ist jetzt, wenn man sagt, na, wir schützen personenbezogene Daten, warum? Naja, weil wir ein Recht auf Schutz personenbezogener Daten haben, ist richtig, aber unbefriedigend. Okay, aber zum Datenschutzrecht gibt es ja auf dem Kongress jetzt auch eine ganze Menge anderer Vorträge. Es klang auch sehr interessant, also deswegen wollen wir jetzt darüber nicht reden. Datensicherheit ist eine Sache, wie ich bereits angemerkt habe, die hier auch gerade im Chaosumfeld eine große Rolle spielt. Das heißt, ne, wenn man so sich anguckt, was ist Datensicherheit üblicherweise? Schutzziele zur Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit. Wenn man so ein bisschen technimäßig drauf ist, würde man grob verallgemeinern, naja, Vertraulichkeit sind so die Leserechte, Integrität sind so die Schreibrechte, Verfügbarkeit sind so die Execute, die Ausführungsrechte. Ist jetzt so ein bisschen hingebogen, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das heißt, Verfügbarkeit, ob so ein System für mich funktioniert und den Service abliefert, den ich haben möchte. In der Datensicherheit geht es aber primär, also was heißt aber, geht es primär um die Sicherheit von Geschäftsprozessen und von vorhandenen Daten. Das heißt also, die Daten sind da, die müssen ordentlich abgesichert werden, zugreifbar bleiben, nicht verändert werden und so weiter. Seit 2008 haben Personen sogar ein Grundrecht auf die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Aber auch zur Datensicherheit selber gibt es auf dem Kongress andere Vorträge. Jetzt ist die Frage, was ist denn mit dem Datenschutz? Jetzt ist die Heißt, Frage, wann geht's wenn denn wir los, Rechte Leute? haben Das ist auf zum Intro, Beispiel 7 Minuten Intro. Ja personenbezogener gut, bei einer Daten, Stunde Talk geht es. guckt man in die Richtung, wie wird denn das motiviert? Und dann kommt der Datenschutz selber ins Spiel als sozialwissenschaftliche Diskussion. Wer wird da warum eigentlich wie geschützt? Und dazu So, kurz mein ein Slime paar geht Gedanken langsam zum alle. gesellschaftlichen Hintergrund. Also erstens, wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, das heißt, verschiedene Menschen haben verschiedene Aufgaben, wir sind spezialisiert und ja, ich muss irgendwie nicht Socken nähen können, um mit Socken rumzulaufen, weil jemand anders das kann. Ihr kennt das Spiel.
Und so gibt es eben Spezialisierung und niemand ist sozusagen in allem spezialisiert. Und diese Arbeitsteilung hat auch Konsequenzen, wie wir ja nachher sehen. Und es gibt diverse Akteure, die miteinander irgendwie funktional interagieren. Also mir ist jetzt, vielleicht menschlich interessiert es mich schon, wie es dem Bäcker oder der Bäckerin gerade geht, aber tatsächlich möchte ich da gerade Geld auf den Tisch legen und mein Brötchen kriegen morgens. Oder je nachdem, wann auch immer. Das heißt, man tritt so funktional irgendwie miteinander in Verbindung. Und in dieser Gesellschaft gibt es dann eben auch, da sind ja nicht alle Leute, die da mitspielen, sind ja nicht gleich mächtig oder gleich fähig. Das kann irgendwie finanzielle Unterschiede können das sein, das können strukturelle Unterschiede sein. An dem Fall jetzt zum Beispiel mit Individuum und Organisation. Individuum ist halt eine Person, die hat so Hände und kann irgendwie Dinge tun. Und dann gibt es Organisationen, die aus vielen Menschen bestehen, aus Regeln, finanziellen Möglichkeiten, rechtlichen Möglichkeiten und so weiter. Und die sind natürlich eben nicht gleich mächtig. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, ihre Interessen durchzusetzen. Das heißt, sie haben verschiedene Möglichkeiten, also sie haben verschieden große Macht, um in diesem gesellschaftlichen Spiel sozusagen mitzumachen. Das heißt, es sind Machtasymmetrien. Ne? Max Weber, kann man mit ihm sprechen, Macht ist die Chance in einer sozialen Beziehung, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Gleich wie viel, worauf diese Chance beruht. Kann man unterscheiden in Durchsetzungsmacht, also Dinge zu verursachen, Verhinderungsmacht, Dinge nicht stattfinden zu lassen, die dem eigenen Interesse widersprechen, und Definitionsmacht, wie spricht man über bestimmte Themen, ne? So ein bisschen Wahlcomputer, Wahlmaschinen, so, und der kennt die Geschichte. Jetzt ist die Frage, okay, das ist alles noch nicht technisch. Beim Datenschutz, was uns für den Datenschutz interessiert, ist an der Stelle, dass wir eine allgemeine, allgegenwärtige Computerisierung und Vernetzung haben, aka Digitalisierung wird seit ein paar Jahren genannt, obwohl die selber, dieser Prozess, seit ungefähr 50 Jahren schon läuft. Und wir haben automationsgestützte Informationsverarbeitung, insbesondere von Organisationen, also von staatlichen und von wirtschaftlichen Organisationen. Und mittlerweile, oder seit einer Weile ist es schon so, dass da eben keine individuellen Wahlmöglichkeiten mehr sind. Also man kann jetzt sich entscheiden, kein Handy zu haben, aber wenn man irgendwie Steuern zahlt, muss man halt doch mit dem Elster arbeiten und egal ob es Rente, Krankenkasse und so weiter, ihr kennt die Geschichten. Ja, also man kommt da eben auch nicht mehr raus, es sei denn, man zieht irgendwie in den Wald und in eine Höhle. Aber wenn man sich dann verletzt, kann man vielleicht einen Kräutertee trinken, aber wenn der Arm ab ist, dann will man vielleicht doch ein Krankenhaus. Okay. Geiler Exkurs. Warum ist das relevant? Naja, diese Informationsverarbeitung, also die Nutzung dieser Daten, die wird verwendet, um Entscheidungen zu produzieren. Entscheidung produzieren heißt, wie viel Geld kann ich abheben, was ist die schnellste Route von A nach B, was sind irgendwie meine beste Freunde, die ich vorgeschlagen bekomme, so all diese Sachen, das sind ja alles Entscheidungen, wo man auch anders hätte agieren können, aber Computer-Tests und so weiter. Und gleich eine kleine Bemerkung natürlich, diese Entscheidungen werden produziert, egal ob die Datenbasis korrekt ist oder nicht. Also die Ergebnisse sind da und werden dann, wenn die Karte eben falsch ist, landet man eben im Graben zum Beispiel. Okay, jetzt ist die Frage, naja, wir reden von Datenschutz und von Informationsverarbeitung. Daten oder Informationen, ganz kurz, ne, wir sind noch in der Begriffsphase. Also Daten im Datenschutz meint Informationen, die Modelle eines Sachverhaltes für einen Zweck sind. Ist jetzt erstmal ein bisschen viel auf einmal, aber wenn ich eine Glaserei betreibe, dann interessiert mich natürlich bei einem Haus, was ich in meiner Datenbank eintrage, wie viele Fenster sind in dem Haus, wie groß sind die Fenster, welche Art von Format sind das und so weiter. Wenn ich irgendwie eine Malerei betreibe, dann interessiert mich natürlich, wie groß ist die Fläche des Hauses und so weiter. Das heißt, ich greife mir immer einen Ausschnitt aus der Realität und modelliere den auf diesen Zweck hin, wofür ich es verwenden will, dann bei meiner Datenverarbeitung. Das heißt, es sind Modelle eines Realitätsausschnitts, also oder ja, für einen bestimmten Zweck. Und deswegen können wir eben nicht den technischen Informationsbegriff von Shannon nehmen, also von wegen Abtastung und welche Auflösung ist da und wie, ne, ihr kennt das so mit 44 Kilohertz und CD, Menschen nehmen doch lieber die Goldstecker und so. Das ist nicht der Punkt, wie wir benutzen einen der Semiotik, der eben sagt, naja, Informationen oder die Daten, ne, aus Datenschutz, bestehen aus Syntax, Semantik, Pragmatik und Sigmatik. Syntax ist eben die zeichenmäßige Repräsentation, also ne, die 0 und 1. Semantik ist die Bedeutung, Pragmatik ist der Zweck, für den diese Daten erhoben worden sind. Ne, wir erinnern uns, irgendwie die Glaserei oder Malerei. Und Sigmatik ist dann die betroffene Person, das heißt, wessen Haus das ist oder so. Ne. Als Beispiel könnte man sagen,
irgendwie so eine Tupel von 0 und 1, so eine Zweier-Tupel, die Semantik davon, aha, das sind Geokoordinaten, das müsste im System dann so hinterlegt sein, eines Mobiltelefons, Pragmatik, also der Zweck wäre Bereitstellung ortsabhängiger Services, zum Beispiel für eine Routenplanung, wo möchte ich hin, wo gibt es eine Pizza oder so. Und Sigmatik ist dann eben Maxi Musterfrau, weil das eben die Person ist, deren Mobiltelefon das ist an der Stelle. Genau, okay, so ist die Situation. Das ist doch erstmal nett, klingt irgendwie nützlich, aber was ist eigentlich das Problem jetzt? Naja, die Technik, die immer besser wird und die Daten, die gesammelt werden, Informationen, die verarbeitet werden und die anhand derer Entscheidungen getroffen werden, sie wird immer besser, immer effizienter nach bestimmten Kriterien, aber sie hilft natürlich den Organisationen, die sie verwenden, ihre eigenen Interessen besser durchzusetzen. Na, Technik soll ja die Welt besser machen, aber eben nicht für alle, sondern für die sie einsetzen, und zwar für die, die sie im besten Fall sogar selber bauen können und dann ihren eigenen Vorstellungen gemäß formen. Und es kann eben auch sein, dass bei dieser Informationsverarbeitung, dass da eben auch dann Grundrechte von Personen berührt werden. Ja, die klassische Diskussion ist immer irgendwie so Fragen von Diskriminierung oder Ungerechtigkeiten, weil die Daten falsch sind oder sowas, so Geschichten. Das heißt also, wenn die Ergebnisse, die da produziert werden, im schlimmsten Falle auch vollautomatisch, dass die Rechte von... Apropos vollautomatisch, ich habe mir gedacht, wir starten dieses Teil hier automatisch mit einem so einem Hebel. Einfach für bessere Maintainability. Berühren. Ja, ich hoffe, das geht dann klar. Gegenstand, ne? Der Automat sagt halt, du kriegst kein Geld oder in diesem Monat ist alles schon aufgebraucht. Dagegen kann man jetzt erstmal nichts tun. Das heißt, da ist sozusagen eine direkte Konsequenz dieser Datenverarbeitung auf Menschengruppen oder auf ganze Gesellschaften. Allerdings muss man eben auch sagen, diese Datenverarbeitung ist wünschenswert, weil sie uns ja auch was bringt. Also es ist ja nicht so, dass DatenschützerInnen selber am liebsten zurück in die besagte Höhle wollen, wo das Feuer komplett verständlich ist. Nein, wir wollen diese informationstechnischen Systeme, die uns das Leben erleichtern, die wollen wir alle haben. Aber die Effekte, die negativen, die es auf Menschen hat und auf Gesellschaften, die wollen wir minimieren. Also, ne, und da hilft es natürlich, wenn man mit Technikerinnen und Technikern redet. Ja klar, man kann ja Systeme auf verschiedene Arten bauen. Man muss halt nur vorher sagen, was man haben will. Und jetzt, wenn man die Probleme mal so konkretisiert, würde man sagen, erstens, Datenverarbeitung ist wünschenswert, aber es gibt innerorganisatorische Datenverarbeitung oder Informationsverarbeitung. Das heißt, ich kann ja selber überlegen, was ich vielleicht einer Organisation gebe an Daten und was nicht. Aber was die dann intern damit machen, ne, diese Frage, für welchen Zweck sie verwenden, wen sie weitergeben und so weiter, das kann ich selber nicht mehr beeinflussen. In dem Moment sind die Daten eben außerhalb meiner Hand, sind nicht mehr in meiner Kontrolle. Und zweitens gibt es natürlich die Machtasymmetrien. Das heißt, eine Firma, die Unmengen von Daten über Individuen hat, kann die natürlich analysieren und daraus Erkenntnisse generieren, die ich aus meinen eigenen Daten gar nicht ziehen kann. Das heißt also, alleine die schiere Macht, Datenunterschied erzeugt andere Möglichkeiten auf den verschiedenen Seiten. Das heißt, die Player sind alle nicht gleich stark. Und das hängt auch, insbesondere wenn wir über Datenschutz reden, von der Menge an Daten ab, die vorhanden sind. Das heißt also, wie ich es eben beschrieben habe, nur mal als Zitat nochmal von Adalbert Pottlech, Informationsvorgänge dürfen keine sozialschädlichen Folgen herbeiführen. Na, das ist so die Formulierung. Oder man kann es auch mit Martin Ross sagen, die Handlungsalternativen des in diesen Interaktionen Schwächeren, die sollen aufrechterhalten werden. Es soll nicht irgendwann so sein, dass Organisationen komplett sagen, das ist das Richtige für dich und deswegen gehst du diesen Weg lang. Und ihr kennt das ja, wenn in irgendwelchen Softwaren das Menü halt nicht sagt, exportieren, dann geht es halt nicht. Das heißt also, wenn wir das möchten, muss eben Datenverarbeitung unter Bedingungen gestellt werden. Man muss eben sagen, wenn die Gefahr für so eine Einschränkung von Grundrechten und so weiter besteht, dann müssen wir irgendwie Bedingungen für die Datenverarbeitung formulieren, dass das minimiert wird oder dass den Risiken begegnet wird oder dass sie nicht stattfinden, dass man eben einfach anders baut, dass sie das nicht tun. Innerhalb sozusagen, man würde es jetzt, Fachtermini würde man jetzt nennen, eine Konditionierung der Machtasymmetrie. Das heißt, Konditionen, also eine Bedingung oder Voraussetzung stellen, unter denen dann diese Datenverarbeitung stattfindet. Eben, ne, warum muss das irgendwie konditioniert werden? Weil ich eben als Außenstehender natürlich nicht die Computersysteme von Amazon und wie sie alle heißen, ich kann die ja nicht umprogrammieren. Ich kann halt die Knöpfe verwenden, die sie mir geben. Nichts anderes. Oder ich kann sagen, ich benutze das alles nicht,
Aber das ist, ne, so auf dieser Schwarz-Weiß-Ebene sind wir ja nicht. Von der Diskussion. Okay, ne, und die Frage ist immer so, das Schutzgut dabei ist eben, also Datenschutz schützt eben nicht Daten, klar, sondern Individuen, also die Grundrechte und Grundfreiheiten, wenn man es so formulieren möchte, und die Gesellschaft insgesamt. Aber wenn man sich das so anschaut, finden sich diese Individuen, Grundrechte und Grundfreiheiten, die finden sich wieder. Aber so diese gesamtgesellschaftlichen Fragen, da muss man so ein bisschen, da muss man sehr stark danach suchen. Man kann konstruieren, aber so explizit ist es da nicht drin zu finden. Das hat rechtsdogmatische Gründe. Aber es ist nur wieder eine Erinnerung daran, dass sich die Fragen des Datenschutzes oder die Antworten des Datenschutzes und die des Datenschutzrechts, dass die nicht deckungsgleich sind. Na, das eine ist immer ein Ergebnis vielleicht aus dem anderen im besten Falle, aber manchmal eben auch nicht. Man würde auch, um das ein bisschen zu erklären, warum Datenschutz, sagen, naja, wenn wir uns Märkte angucken, dann gibt es eben Kartellämter und die sagen, wenn bestimmte Akteure zu stark werden, dann muss man die begrenzen und die anderen irgendwie, ne, irgendwie ein bisschen stützen, damit der Markt als Ganzes funktioniert. Und genauso kann man sich es eben auch beim Datenschutz vorstellen. Wir haben eine Informationsgesellschaft und da gibt es Informationsmacht verschiedener Akteure und dann brauchen wir eben irgendwas, in dem Falle, ne, zum Beispiel Datenschutzrecht, die eben diesen Ausgleich bringt. Ne, nicht das einzelne Datum zählt, sondern die Anhäufung selber, die dann ein Ergebnis produziert. Also ihr kennt bestimmt noch den Spruch, ne, bei Wurst und Gesetzen möchte man nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden. Das ist natürlich immer die Frage, was die Datenschutzdiskussion bereits auch eben seit den 60er, 70er Jahren so produziert hat, ist natürlich, wenn es dann zu Recht wird, immer Gegenstand von Aushandlungen, von politischen Verhandlungen, die nehmen das mit rein und das nicht mit rein und so weiter. Deswegen muss man immer aufpassen, dass man eine Datenschutzdiskussion nicht immer oder nicht primär als Datenschutzrechtsdiskussion führt, weil man sich dann sehr, sehr einengt auf das, was einmal durch die Politik gegangen ist. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu einer, Theorie, um die Sachen so zusammenzubinden oder um nochmal in einen größeren Kontext einzubauen. Wir gucken uns jetzt mal den Informationsfluss an. Am Anfang jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber wir haben hier links den Informationsfluss von starken Akteuren zu schwachen Akteuren. Wir haben darunter von schwachen Akteuren zu starken Akteuren. Und darüber, die beiden Seiten sind eben, den Informationsfluss zu fördern oder diesen Informationsfluss zu blockieren. Das heißt also, wenn wir uns die erste Zeile anschauen, wir wollen den Informationsfluss vom starken zum schwachen Akteur, ne? Zum Beispiel von der Organisation zum Individuum, das wollen wir fördern. Weil der Starke dadurch, dass er Informationen preisgeben muss, Übersicht über seine Verarbeitungsschritte und so weiter, sozusagen in dieser Machtasymmetrie erschwächt. Und weil die einzelne Person damit Informationen erlangt, was damit eigentlich passiert, wird die Person bestärkt. Das nennen wir Transparenz oder das nennen wir Informationsfreiheit. Das zu blockieren, das heißt, dass die großen Organisationen nicht sagen müssen, was sie gerade damit tun, welche Daten sie überhaupt haben. Das nennt sich Arkan-Praxis, ne? Für die Rollenspielerinnen unter euch, so Arkan, so die Magie und so. Arkan heißt einfach nur geheim. Das, es ist unklar, was da getan wird. Andersrum der Informationsfluss von schwachen Akteuren zu starken Akteuren. Wenn wir den fördern, dann nennt man das Verdatung. Na ja, gut, ist jetzt nicht der Fachbegriff, aber das ist so... Das ist der Fachbegriff, den man auch so kennt. Die Verdatung, das heißt, ne, überall Sensoren, alle möglichen Handlungen, die im Digitalen stattfinden, werden eben protokolliert und so weiter. Und wenn man diesen Informationsfluss aber blockiert und den unter Bedingungen stellt, dann sind wir beim Datenschutz. Das ist so die Struktur. Wie ihr jetzt erkennt, sozusagen von rechts oben nach links unten, also Arkanpraxis und Verdatung, das ist das, was wir in totalitären Staaten und so weiter sehen. Und das ist auch das, was wir sehen, wenn wir Diskussionen mit großen kommerziellen Organisationen führen, dann ist immer, nein, wir wollen, ne, wir wollen nicht erzählen, was wir machen, wir wollen aber alles über dich wissen. Das ist immer die Richtung. Und die andere Seite, ne, das ist sozusagen, wo die rote Diagonale ist, genau das, was den Starken noch weiter stärker macht und den Schwachen noch weiter schwächt. Die andere Richtung, die grüne, ist genau das, was den Starken schwächt und den Schwachen stärkt. Nämlich Transparenz und Informationsfreiheit bezüglich der Starken und den Datenschutz bezüglich der Schwachen. Ne? An dieser Stelle kleines Dankeschön zum Beispiel an NoHelp oder Frag den Staat und so weiter. Oder beim Datenschutz andere Organisationen, wo ich zum Beispiel auch aktiv bin. Das heißt, man merkt, das ist überhaupt gar kein Widerspruch an der Stelle. Die Frage ist nur, wer muss transparent sein und wer soll nicht von sich preisgeben oder so wenig wie möglich von sich preisgeben. Und deswegen jetzt erklärt sich auch,
das Mysterium für manche, warum wir eben zum Beispiel Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit haben, warum das zusammengehört. Genau deswegen gehört das zusammen. Okay, naja, warum gibt es aber auch Meinungen für weniger Datenschutz? Naja klar, Datenschutz kostet Ressourcen, finanziell, personell, konzeptionell, man muss das Thema anders planen, anders umbauen und so weiter. Aber auch natürlich verhindert Datenschutz auch Informationsnutzung, ja, das ist ja der Zweck der Sache, trotzdem ist es ein Argument. Das heißt, bestimmte Geschäftsmodelle gehen dann nicht mehr und so weiter. Für staatliche Aufgaben werden eben Daten benötigt und wenn die Daten nicht fließen können, dann werden bestimmte staatliche Aufgaben eben schwieriger oder auch wirtschaftliche Tätigkeiten werden erschwert. Das ist zwar richtig, aber es ist jetzt kein neues Problem, wenn man über Gesellschaft nachdenkt. Gleiches gilt natürlich für Hygieneregeln, Sicherheitsvorschriften, Kinderarbeitsverbot, Arbeitnehmerrechte, Umweltstandards und so weiter und so fort. Die kosten auch alle, aber wir haben uns entschieden, das sind alles, ne, wenn ihr unten seht, das sind alles Maßnahmen, wo es darum geht, die Schwächeren, die sich schlechter wehren können, die vielleicht auch nicht das Wissen haben, irgendwie davor zu schützen, dass da jemand, ich sag jetzt mal sozusagen, einfach durch agiert und die eigenen Interessen schamlos durchsetzt. Okay, wem es aufgefallen ist, ich habe jetzt noch nicht einmal den Begriff Privatsphäre verwendet. Das ist ganz bewusst genau der Punkt, weil Privatsphäre ist immer so eine Idee, ich alleine in meinem Schlafzimmer, ja, das ist der Soziologe Paul Müller nennt das Schneckenhaus-Privatsphäre. Seiner Ansicht nach ist das nur in vorindustriellen Lebensweisen möglich, wo man tatsächlich sagt, ich lebe auf dem Gut hier und die Leute, im Park, die Mitarbeiter, die wir haben, kennen mich noch nicht mal. Ne? Vielleicht ist das so, sozusagen diese Art von Anonymität, vielleicht könnte man da nennen. Aber jetzt tatsächlich, was wir eigentlich wollen, ist, ne, wenn man irgendwie sagt, wir brauchen ja irgendwie Girokonten und so weiter, all diese Sachen. Es geht nicht darum, dass niemand Daten hat, sondern dass die Begrenztheit des Wissens über Individuen, dass die aufrechterhalten wird. Dass es nirgendwo sozusagen eine Komplettansicht gibt oder dass eben, ja, dass bestimmte Akteure immer nur genau das wissen, was sie eigentlich wissen sollten. Und man kann natürlich diskutieren, wie viel das dann sein sollte. Steinmüller, einer der Urgesteinmüller, könnte man sagen, dass der Datenschutz... der Urgesteinmüller. Der formulierte das so, es geht nicht um Privatsphäre. Leute, ich bin wieder 12, was ist da los? Und welche Grundrechte werden berührt von dieser Datenverarbeitung? Nicht nur Grundrechte auf Privatleben, was zum Beispiel Artikel 7 der Europäischen Grundrechtecharta ist, sondern... Wie komme ich jetzt da hoch? Wenn ihr dran überlegt, sowas wie Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, so Fragen wie Demonstrationsfreiheit, Würde des Menschen, könnte man alles durchbuchstabieren. Eigentlich könnte man sagen, eigentlich ist der Datenschutz so eine Art digitale Dimension aller Grundrechte. Und das jetzt auf Privatsphäre zu reduzieren, da ist was Richtiges dran, aber es verengt den Blick doch radikal, worum es eigentlich geht. So, wie gehen wir damit jetzt irgendwie um? Operationalisierung, wie können wir jetzt diese Ideen mit stark und schwach, wie können wir da irgendwie Anforderungen draus bauen oder wie können wir da Dimensionen draus kristallisieren? Das haben diverse Menschen getan und sind zu einem Ergebnis gekommen, zu sagen, wenn es um Datenschutz geht, dann müssen sozusagen informationsverarbeitende Systeme müssen bestimmte Schutzziele verfolgen. Und die Schutzziele sind Nichtverkettbarkeit, Vertraulichkeit, Intervenierbarkeit, Transparenz, Verfügbarkeit und Integrität. Das ist sozusagen, auf diese Ziele hin kann man alle technischen Geräte hin oder alle technischen Systeme oder informationstechnischen Systeme hin analysieren und kann sehen, inwiefern sie diese Ziele umsetzen, weil diese Ziele genau die Werte, die wir eben besprochen haben, realisieren, kann man die analysieren. Ne? Nichtverkettbarkeit heißt, bestimmte Informationen, die erhoben worden sind, für verschiedenste Zwecke, die eben nicht zu verbinden. Informationen nicht einfach so irgendwo kaufen zu können, ne? Wir reden jetzt über Datenschutz, nicht Datenschutzrecht, nicht einfach so kaufen zu können und die zu verbinden und zum Beispiel nicht Daten zu erheben, die für eigentlichen Geschäftszweck oder eigentliche Handlungen gar nicht notwendig sind. Ne? Also das zu beschränken an der Stelle. Integrität, ne, die Unversehrtheit der Daten, das heißt, dass sie nicht verändert werden, dass ich mich darauf verlassen kann, die Daten, die ich sozusagen übermittle oder die erhoben werden, dass sie tatsächlich so bleiben und an der Stelle zum Beispiel korrekt bleiben. Oder, ja. Verfügbarkeit heißt an der Stelle, dass ich die Systeme eben nutzen kann, wenn ich mich darauf verlasse, dass ich diese Routenplanung habe und die wollen von mir irgendwie Geld haben dafür, dass ich das nutzen kann und so weiter, dann will ich natürlich auch, dass es funktioniert, weil ansonsten ist es ja ein schlechter Handel. Transparenz bezieht sich darauf nicht nur,
welche Daten vorliegen, sondern auch, wie funktionieren eigentlich die Prozesse? Was sind denn die Zwecke der Verarbeitung? Wie funktioniert denn die ganze Innerei? Was passiert da? Was sind eigentlich die Nebenkonsequenzen? Es gibt ja mal die intendierten Resultate und Konsequenzen und dann gibt es eben auch die unintendierten. Und genau das muss irgendwie für mich einsehbar sein. Intervenierbarkeit ist ein Schutzziel, das sagt eben, naja, also wenn Daten nicht korrekt sind und das System rechnet weiter, egal ob es meine Kredite sind oder ob ich jetzt irgendwie einen Tisch bekomme oder so, ob ich ein Haus bekomme oder so, es muss natürlich auch Möglichkeit sein, dass dieses System, wenn man Fehler in dem System erkennt, zu sagen, stopp, ich möchte, dass sich das ändert. Ich möchte, dass die Daten zum Beispiel berichtigt werden. Oder aber ich möchte, wenn ich feststelle, dass dieses System diskriminiert ist, ich möchte, dass das System so gebaut ist, dass ich irgendwas tun kann als Betroffener, dass das aufhört. Also es reicht ja nicht zu sagen, ja, also wir sind total transparent, aber dadurch, dass wir die Stärkeren sind, kannst du einfach nichts tun. Ne? Also man muss ja irgendwo sozusagen den Notausschalter, ist jetzt übertrieben natürlich. Und als letzten Punkt die Vertraulichkeit, das heißt die Informationen, die ich denen, die da für mich irgendwie Service anbieten, die ich denen gebe, da möchte ich auch sicher gehen, dass sie nirgendwo anders hingehen. Dass sie genau da bleiben und genau dafür verwendet werden. Ne? Aber Vertraulichkeit ist nur, dass sie genau da nur bleiben und niemand Unbefugtes darauf Zugriff hat. Jetzt kann man sagen, na interessant, Nichtverkettbarkeit, Transparenz und Intervenierbarkeit, da sagt man so, das sind so, man hat den Primat des Datenschutzes und die Aufmerksamen unter euch merken, ach interessant, die anderen drei, das ist das Primat der Datensicherheit. Das heißt, wenn man aus dieser Sicht auf Datenschutz blickt, erkennt man, dass nicht Datenschutz so ein Unterteil von Datensicherheit ist, sondern aus dieser Sicht genau andersrum. Wir erinnern uns am Anfang, Datensicherheit, da ging es darum, ja, also wie können denn die Daten, die da sind, ordentlich abgesichert werden und gegen die Hacker und Angriffsszenarien und so weiter. Ja klar, aber der Datenschutz fragt, ja sollten diese Daten denn überhaupt da sein? Ne, also man könnte sich so ein Zwiegespräch vorstellen, wo sozusagen die Datenschützerin sagt, naja, aber das Datum ist nicht korrekt, was da gespeichert ist und die IT-Sicherheitsabteilung, ja, aber das ist richtig gut beschützt. Ne, also da merkt man, das ist ein Konflikt, das ist nicht das Gleiche. Genau, ne, das sind so die Schutzziele und die kann man tatsächlich verwenden das ist auch nicht parallel, sondern diese Schutzziele kann man sehen, das ist ein Beitrag von 2013 schon, dass diese Schutzziele des Datenschutzes tatsächlich auch mit dem Recht, was gesprochen worden ist, vereinbar sind. Das heißt, ne, ist nicht komplett alles umgesetzt, aber es ist eben auch kein Widerspruch. Wir erinnern uns hier wieder, Datenschutz und Datenschutzrecht ist eben nicht das Gleiche. Okay, das war jetzt so der Durchritt erstmal für die Grundlagen an der Stelle und jetzt kommen wir zu den Nichtlösungen. Das sind quasi so ein paar Kommentare, die ich mir so noch erlaube. Okay, also erstmals der Selbstdatenschutz. Ganz beliebt, insbesondere in Verbindung mit der Blockchain. Okay, das spare ich mir jetzt. Also, wenn das Datenschutzkonzept ernst genommen werden soll, wir überlegen uns, schwache, starke Akteure, Möglichkeiten, transparent und so weiter, wie soll denn Selbstdatenschutz da aussehen? Ne? Also wie kann mein Selbstdatenschutz aussehen, wenn ich innerorganisationale Datenverarbeitung habe? Wie kann ich denn bei Facebook Selbstdatenschutz machen? Also außer wenn ich da bewaffnet reingehe, aber das ist jetzt nicht wirklich keine skalierende Lösung, also neben den ganzen anderen Problemen. Bin wegen Gegengewalt übrigens. Oder zum Beispiel die Erinnerung, ne, warum haben wir Datenschutz? Datenschutz haben wir eben nicht, weil es eine Rechts-vor-Links-Regel ist im Straßenverkehr, wo die beiden gleich stark sind. Nein, wir haben Datenschutz genau deswegen, weil sie eben nicht gleich stark sind. Da jetzt den Schwachen zu sagen, na, du kannst auch selbst Datenschutz machen, das ist ja sogar, wenn man wirklich verstanden hat, wie Datenschutz funktioniert, ist es zynisch, das vorzuschlagen. Ja, das ist genau dem Verprügelten zu sagen, ja, du musst dich ja nur wehren. Ne, also das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und kann man sich ja vorstellen, ne, in den Situationen, wann braucht man oder wann ist Datenschutz genau notwendig, wenn es um Kredit- oder Grenz- oder Einkaufs- oder Durchsuchungssituationen geht, ne, polizeiliche Identitätsfeststellung oder an der Grenze, geben sie Daten raus und so weiter oder nicht. Das sind genau die Fälle. Dann kann man ja sich überlegen, wie man irgendwie Flüchtlingen an der Grenze sagt, naja, also du kannst doch selbst Datenschutz machen, du musst dein Handy nicht rausrücken. Das ist ein Riesenproblem. Genau darum geht es, starke und schwache Akteure, das irgendwie anzugreifen und eben nicht zu sagen, ja, mach doch selber. Ja, und das heißt, da muss man eben dann auch sagen, danke eben auch an Jörg Pohle zum Beispiel für diesen Hinweis, Facebook hat gar keine Datenschutzeinstellungen.
Facebook hat Einstellungen, ne, Facebook, also ich sag jetzt mal Dollar Social Network, da gibt es Einstellungen, welche anderen User Daten sehen und welche anderen User da irgendwie interagieren können. Es gibt aber keine Einstellung, was Facebook damit macht. Ne? Also es gibt, man kann da ne, so manchmal so ein paar ein bisschen dran rumregeln, aber die Einstellung, wie lange Facebook irgendwelche Sachen speichern soll oder nicht, die gibt's eben nicht. Oder welche Verknüpfungen es da geben soll. Ja, das ist, wenn man Datenschutz quasi ernst nimmt, ist das so ein Punkt. Und natürlich, das ist ja auch bei irgendwie Mobiltelefon und so weiter, gibt es dann immer Datenschutzeinstellungen. Das fühlt sich irgendwie so gut an, aber das ist gar nicht, das ist nicht Datenschutz, was da ist. Ne? Wenn irgendwie bei bestimmten Mobiltelefonen von Google da steht, dann halt Datenschutz, wollen sie ein Backup machen. Ja, das ist aber Datensicherheit, das ist nicht Datenschutz. Also es ist ne, was anderes. Okay, dann gucken wir uns mal Dateneigentum oder Datensouveränität an. Naja, ein Eigentum, also erstmal ne, Begriffskritik, Eigentum selber, das Konzept Eigentum ist ein Exklusivrecht auf Sachen. Das heißt also Eigentum, ne, entweder ich habe eine bewegliche Sache, ein Auto, ein Fahrrad oder sonst was, oder unbewegliche Sachen wie Immobilien, dann heißt es, ich kann darüber exklusiv verfügen. Und genau darauf ist sozusagen die gesamte Rechtsordnung noch ausgelegt. Wenn ich sage, Daten sind Eigentum, dann merkt man schon an dem Konzept, okay, wenn es Eigentum ist, dann kann es auch gestohlen werden. Kann man sich überlegen, Datendiebstahl, so sind die Daten jetzt weg? Nee, sie sind ja noch da. Okay, was ist denn jetzt das Problem? Das Problem bei Diebstahl ist ja nicht, dass man danach zwei Fahrräder hat, sondern dass man keins mehr hat. Also, das ist eine Frage, wie groß der eigene Keller ist, aber das ist nicht, ne, ihr merkt an der Stelle, das ist schon vom Konzept her merkwürdig. Aber der nächste Punkt ist, okay, Dateneigentum, dann haben wir das alles unser Dateneigentum und wir können natürlich unsere Daten dann eben verkaufen und kriegen davon was ab, von dem schönen Kuchen. Jetzt kann man sich natürlich, um gleich eine große Diskussion sozusagen hier anzureißen, ich will da nicht einsteigen, ist es tatsächlich die 3 Euro pro Monat an alle Facebook-Userinnen und User wert, dafür Wahlmanipulation ganzer Gesellschaften und Diskriminierung unserer Gesellschaften zu ermöglichen. Was ist denn das für ein komischer Handel an der Stelle? Also man merkt, da haut was nicht hin und mehr ist es ja nicht. Ne? Also dieses Geld entsteht ja dadurch, dass es so viele User gibt, weil es so super gut skaliert. Das heißt, die einzelne Person hätte genau von diesen 3 und meinetwegen müssen es auch 30 Euro sein, tatsächlich in diesem Vergleich gar nichts. Also offensichtlich haben wir hier ein größeres Problem. Und man könnte eben auch wieder sagen, ach interessant, Dateneigentum, das unterstützt wieder nur die starken Akteure, die werden bevorzugt. Tatsächlich ist es wieder ein Freikaufen, wenn man sagt, naja, ich habe nicht die Notwendigkeit, meine Daten zu verkaufen, ich kann die bei mir behalten, ne? Dateneigentum ist doch schön, jeder ist jetzt die verantwortlich, die Souveränität des Einzelnen oder der einzelnen Person. Aber wie gesagt, das ist Freikaufen. Wenn ich das Geld habe, dann bin ich darauf nicht angewiesen. Ansonsten muss ich mich quasi sozusagen ausliefern an der Stelle. Das heißt, ne, klassisches Beispiel, bei der Autodatenübermittlung, wenn ich mich recht erinnere, war es auch so, bei irgendwie Mercedes ab irgendeiner Klasse, ne, wer geben dann keine Daten mehr raus, weiter oben. Weil klar ist, die Käuferinnen und Käufer weiter oben, die mögen es gerne, wenn die Daten, ne, was im Auto passiert, bleibt doch im Auto. So, aber drunter halt nicht. Oder man kann sich auch überlegen an der Stelle, Smart-TV-Daten, inwiefern da so eine Datensouveränität vorherrscht, wenn man irgendwie einem alleinerziehenden Elternteil eben sagt, ja, du bist total datensouverän, du kaufst dir hier einen Fernseher irgendwie für 500 Euro oder 250, wenn du alle Daten rausleitest. Kann man sich ja überlegen, wie datensouverän dann eine Person agiert. Nächste Frage, wenn Daten Eigentum sind, wem gehören denn Kommunikationsdaten oder Bilddaten, wo mehrere Leute dran beteiligt sind und so weiter. Also hinten und vorne Probleme. Also das ist so ein bisschen unklar, welches Problem da wie gelöst wird. Es ist natürlich wieder die Abwälzung auf die einzelne Person. Ja, man könnte auch genauso sagen, Hygienesouveränität könnte man ja auch sagen. Ne? Man geht oh Gott, ich darf diese Maschine nicht laden. Und, wir haben halt keine Hygieneregeln. Du kennst dich doch bestimmt aus, gehst du erstmal irgendwie hinten rein, ob die Küche dir sauber genug ist oder nicht. Du weißt gar nicht, wonach du gucken sollst, naja, Pech gehabt. Ne? Also das ist die Art von Souveränität, die da proklamiert wird bei so einer Dateneigentum und Datensouveränität. Das ist genau wieder die Souveränität des Stärkeren. Das ist mein Teil. Okay, dann kommen wir noch ne, als Punkt so, das heißt verbunden mit der Datensouveränität. Ich habe es nochmal Einwilligungsfetisch genannt. Das ist immer so ein Rückgriff auf das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, was ich total großartig finde, aber es reicht eben nicht aus. Warum reicht es nicht aus?
Naja, Einwilligung heißt, alle mögliche Datenverarbeitung, da werde ich vorher gefragt, ob sozusagen meine Daten verarbeitet werden dürfen für bestimmte Zwecke. Und jetzt ist die Frage, was ist denn das Problem an so einer Einwilligungsfrage? Ja, erstens, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt eine Informationsasymmetrie oder eine Machtasymmetrie, wo man das Problem sieht. Informationsasymmetrie heißt, ich habe da eine Einwilligung, die ich geben muss, und ich habe daneben 150 Seiten AGB, die ich jetzt lesen muss, um dann irgendwie ordentlich einzuwilligen. Boah, das ist ganz schön tief hier reingegangen. Insbesondere Konzerne, ja, ist doch super, und leider auch in der DSGVO, ja, dann machen wir halt irgendwelche Symbole, die das anzeigen, wo es dann einfacher ist für die Personen, das irgendwie lesen zu können. Und ich habe das Gefühl, können, dass die hier, wo die Berge so hoch sind, dass die Maschinen da effektiver sind, weil die dann ganz dolle, und nicht, wenn alle weil der TNT dann nicht so weit fällt. Und die Leute es immer noch nicht verstehen, dann sind die Leute, also oder? Jedenfalls, keine Ahnung, also. Ne, also wir haben uns ganz doll bemüht. Ja, oder das hier heißt, ist auch schon recht tief. Der Druck oder die sozusagen der Handlungsdruck liegt, wenn man das Problem in der Informationsasymmetrie sieht, liegt wieder bei der einzelnen Person. Die trägt wieder die Last des sich ordentlich informieren müssen. Wenn man allerdings sagt, naja, das ist eine Machtasymmetrie, ne, was ich vorhin gesagt habe bei der Datensouveränität, wann kann man zustimmen? Wie sind dann eigentlich so wie sind dann, was ich gesagt habe, so was wie Netzwerkeffekte oder so? Welche Probleme entstehen denn da? Wo kommt man denn hier raus? Ne? Lass mal nicht sterben. Wenn ich sage, ich habe die Google AGBs für Google Mail verstanden und ich habe denen zugestimmt, dann habe ich natürlich auch für alle anderen, die mir jemals danach eine Mail schreiben wollen, auch noch mit zugestimmt. Das heißt also, ist es gar kein Informationsproblem, dass ich nicht verstanden hätte, was in der AGB drin stand, sondern es liegt ja in der Natur der Sache der Vernetzung, dass ich das für alle anderen mitentschieden habe. Oder aber wenn es halt irgendwie im Elternabend heißt, ja, unsere Facebook-Gruppe hat sich das und das gedacht und hat dann eine Person kein Facebook oder so weiter. Ne? So ganz viele Fragen, soziale Rahmenbedingungen, genauso finanzielle Abhängigkeiten. Man kann ja eben sagen, ja, diesen Dienst, ne, was genau das war. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Bei der Souveränitätsfrage, ja, du kannst dir gerne diesen Service, ne, du kannst dir einwilligen oder aber kostet hier die was und dann nicht. Nehmen wir weniger Daten. Also man merkt, wenn man das auf diese Machtasymmetrie stellt, auf einmal ist es nicht so ein, wir müssen einfach nur unsere AGBs besser schreiben, sondern eigentlich brauchen wir harte obere Schranken. Das heißt aka Regulierung. Das heißt, bestimmte Informationsnutzung darf einfach nicht möglich sein. Ja, wie gesagt, wir haben es aktuell mit der Manipulation ganzer Gesellschaften zu tun, auch Gewaltverbrechen, die auch kommen, ne, und so weiter. Also irgendwo muss man da fragen, offensichtlich liegt es nicht daran, dass da irgendwie die AGBs nicht gut lesbar sind. Okay, dann Ziel gerade langsam die Algorithmenethik, nur kurz angeschnitten, ich bin ja noch länger hier auch noch. Algorithmenethik, ja, das ist so eine Mischung, als Algorithmen, die ethisch sein können oder nicht ethisch sein können. Also erstmals, Algorithmen sind selber ja keine Akteure. Organisationen sind Akteure und die wenden Algorithmen an. Das heißt, man kann natürlich genauso bei einer Algorithmenethik fragen, was ist denn die Zementethik? Ne? Wie verwendet man Zement? Also die Frage muss man dann überall stellen. Weil die Akteure natürlich genau wissen, welche Algorithmen sie verwenden und welche nicht. Sie haben nämlich Zwecke. Wenn das, was ihre Interessen sind, davon unterstützt wird, dann werden die eingesetzt. Und deswegen macht man eine AB-Testing und so weiter. Und wenn es die Zwecke nicht unterstützt, dann wird es was anderes verwendet. Und wenn man dann sagt, naja, aber es ist doch eine ethische Frage, naja, das ist nicht wirklich eine ethische Frage, es ist eine Verantwortungsfrage, na klar, aber Ethik ist so nicht das ganz Richtige. Und wenn man natürlich sagt, ja, aber so Algorithmen, die sind alle so kompliziert und wir verstehen es vielleicht gar nicht mehr bei irgendwie künstlicher Intelligenz und so weiter, kann man sich überlegen, wie es beim Hundeverhalten ist. Ne? Weil, also die Hundehalterin oder Hundehalter steht natürlich dafür gerade, was der Hund tut, egal ob der jetzt, ne, aus welchen Gründen das getan worden ist. Ja, irgendwer muss es ja. Bei irgendwem muss ja die Verantwortung sozusagen liegen. Genau, und die Algorithmen setzen also keine Zwecke, sondern sie sind Mittel, um Zwecke umzusetzen. Das heißt, wenn man überhaupt über irgendwas spricht, dann muss man irgendwie über Unternehmensethik reden. Und wie erfolgreich sowas ist, kennen wir, glaube ich, seit Anbeginn des Kapitalismus. Okay, also die konkrete Frage wäre, anstatt über irgendwie Algorithmenethik zu sprechen, ist zu sagen, ja, wir haben doch gerade was über Schutzziele gelernt. Können wir denn nicht einfach diese Schutzziele auf alle möglichen Informationsverarbeitungssysteme anwenden? Ja, natürlich können wir das. Und es gibt auch sehr viel, also nicht sehr viel, aber es gibt eine Menge gute Forschung dazu. Zum Beispiel unabhängiges Datenschutzzentrum Schleswig-Holstein und so weiter.
Aber komischerweise sind da die Ergebnisse, ja, das muss reguliert werden, das müssen wir einzäunen und so weiter. Aber das schlägt man immer so ungern den Konzernen vor. Ne? Das ist immer so, das ist ein bisschen problematisch an der Stelle. Das heißt, man kann da viel drüber nachdenken, über maschinenlesbare Policies, über irgendwie sozusagen KI-Prüfsysteme und so weiter. Aber das Problem dabei ist, dass Ethik so folgenlos und so schön sanktionslos bleibt. Eine Ethik ist das, was man so tut. Das ist so ein Thema, es wäre schön, wenn. Und tatsächlich, wenn wir uns sozusagen unsere Welt so angucken, die verdatete Welt, ist eigentlich dieses wäre schön, wenn, ist schon lange drüber hinaus. Okay, das heißt also, die Ethik ist schon in Ordnung, der Ethikdiskurs, ja, aber die Umsetzung des Rechts selber, der hängt hinterher. Und das ist ein Punkt. Ja, also die Situation ist, ich habe es mal ein bisschen provokant geschrieben, ne, Massenmanipulation, Überwachung und Unterdrückung ist sozusagen das ist der Punkt. Okay, das überspringen wir mal. Also wen es interessiert, zum Beispiel auch Ben Wagner hat dazu auch neulich geschrieben, das ist einfach so, ich packe es in die Folien an der Stelle, also bleibt da drin, inwiefern Ethik die neue Selbstregulierung ist. Also Unternehmen sagen, ja, bitte keine Regulierung, wir verhalten uns ethisch und wir haben Ethikkodizes und hinten und vorne und so weiter. Und wenn man sich die letzten Facebook-Veröffentlichungen zum Beispiel anschaut, wer sagt, mit ethischen Diskursen sollen die Unternehmen nochmal doller darüber nachdenken, was sie tun, was die Konsequenzen sind, dann der Person empfehle ich tatsächlich sehr gut, sehr stark, oh Gott, diese Veröffentlichung lucky. Der internen E-Mails jetzt mal anzuschauen. Die wissen ganz genau, was sie tun. Da kann man nicht drüber reden, da muss man einfach sagen, es ist ein Interessenkonflikt und unsere Werte sind so und deswegen machen wir das halt. Okay, dann kommen wir zum Fazit. Also, erstens, Datenschutz zwingt Organisationen dazu, bei der Gestaltung ihrer Datenverarbeitung die Interessen der Betroffenen zu beachten. Das heißt, durch Datenschutz sollen sie Dinge tun, die sie von sich aus nie tun würden. Ne? Wir erinnern uns, Hygieneregeln, Sicherheitsvorschriften und so weiter. Das würden sie von sich aus jetzt erstmal nicht wollen, weil die Marktlogik eine andere ist und so weiter. Aber mit Datenschutz bringt man eben dazu, ne, Löschfristen und so weiter, DSGVO, könnt ihr euch angucken. Dann auch als Betreiber solcher Systeme muss man sich immer vor Augen halten, die Rechte der Betroffenen, so nervig sie vielleicht sein mögen, wenn man selber Anbieterin ist, sind immer die Pflichten der Verantwortlichen. Das heißt, es ist ein Interessenkonflikt. Wenn man sagt, ich möchte das alle nicht dokumentieren und so weiter, dann heißt das, mir sind die Interessen und die Rechte der anderen davon egal. Und das sollte nicht so sein. Dann, oh mein Gott, wie finde ich denn hier meinen Highway? Dann als letzten Punkt, Fokus auf personenbezogene Daten ist offensichtlich problematisch. Man kann Leute auch mit nicht personenbezogenen Daten diskriminieren und es gibt aber auch Nutzung von personenbezogenen Daten, die unproblematisch sind. Was man bräuchte, ist eine Analyse von Datenverarbeitung, die einfach schaut, Datenverarbeitung, egal welche Daten verwendet werden, was sind die Konsequenzen für die Betroffenen? Und die Einwilligung ist weder hinreichend für individuelle und noch für gesellschaftliche Schutzfunktionen. Da müssen wir tatsächlich über diese harten Grenzen nachdenken, ansonsten kommen wir da nicht weiter. Und als letzten Punkt kann man sagen, ne, die Techies unter uns sagen ja immer, ne, Alice und Bob, die reden miteinander und dann gibt es irgendwie Mallory, die greift an. Okay, ich weiß nicht mal, welche Richtung meine Base ist. Ich weiß es nur vom Nether aus. Und Scheiße. Ich habe sicher eine Folge, wo ich... Oh mein Gott, wieso geht das mein Touchpad nicht? Oh nein, mein Touchpad geht nicht. Ich habe keine Maus und Laptop. Oh, bei Dark muss man immer sagen, Achtung, Angreifer. Angreifer ist nicht Mallory, Angreifer ist Bob. Nämlich die andere Seite, die Daten kriegt, was die damit tut. Okay, danke. Okay, ja, dann schaue ich kurz am Handy. Oh Mann, hey. Das ist echt nervig am Handy. Die Nether-Koordinaten wären auch ganz gut. Was explodiert hier? Okay, in der Folge war ich da. Ja, die Frage ist halt, wo finde ich da die Koordinaten? Da muss ich ja das ganze Video... Ich versuche die schon oft zu zeigen.
Ich habe die auch sicher irgendwo aufgeschrieben. Und warte mal, aber eigentlich ist es doch Richtung. Richtung. Richtung End. Und ich habe da oben auch einen Highway gemacht, nämlich. Und es sollte. Endportal ist hier. Not so far. Und ich glaube. Doch, ich habe doch auch genau. Bei 0, ja, das wird, den finden wir. Ich meine, ich habe nämlich da vorne auch mal einen Highway gebaut und von da können wir dann off branchen und runtergehen. Endportal hier. Danke Rainer für deinen interessanten Vortrag. Wir haben zwei Mikrofone, eins auf der Seite in der Mitte des Saals und eins im Mittelgang, Nummer 1 und Nummer 2. Wenn ihr Fragen stellen möchtet, dann könnt ihr euch an diesen Mikrofonen aufstellen und eine Reihe bilden oder zwei Reihen bilden. Wenn ihr jetzt gehen müsst, tut das bitte leise und auf jeden Fall nicht störend. Und ja, dann würde ich mal sagen, Mikrofon 2. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Wie sieht es aus, wenn wir plötzlich andere Machtverhältnisse haben? Das heißt, wir haben Peer-to-Peer-Systeme, da haben wir auf der einen Seite dann alle auf der gleichen Ebene oder auch nicht, aber doch prinzipiell ist es möglich. Und gerade diese Peer-to-Peer-Systeme ermöglichen ja gerade diese mächtigen Datenintermediäre zu umgehen. Oder was ist jetzt bei Fällen, wo wir sagen, wir haben jetzt gar nicht den starken Datenverarbeiter, sondern wir haben den kleinen Turnverein, wir haben die Individuen, die plötzlich mit der Datenschutzgrundverordnung konfrontiert sind und eigentlich gar nicht die Staaten sind. Und da sagen wir, passt doch eigentlich gar nicht. Wollen wir versammeln oder soll ich gleich? Ja, gut, okay. Ist ein sehr, sehr guter Punkt, gerade diese Peer-to-Peer-Geschichten. Da sehe ich tatsächlich eine ganz, ganz große Chance, gerade bei Peer-to-Peer die Daten verteilt sind, mal keine Machtzentren Oder dabei eigentlich stehen. war Da das muss man nicht so natürlich bei dem weit. Design aufpassen, dass man eben nicht so macht wie irgendwelche Bitcoin-Geschichten, ne? Dass dann doch wieder alles zentralisiert wird, sondern eher so wie GNUnet, wo in das System eingebaut ist, dass es auch dezentral bleibt. Ich sehe da ganz große Hoffnungen, da muss allerdings sehr viel noch geforscht und gearbeitet werden, dass solche Sachen dann auch skalieren können. Aber das kann möglich sein. Also ist auf alle Fälle, dass ich überhaupt kein Problem, wenn man da mal ein bisschen Geld reinsteckt, irgendwie so einen Bruchteil von dem, was wir in Atomkraft gesteckt haben, mal in Peer-to-Peer-Technologien. Aber das nebenbei, nee, also das wäre auf alle Fälle eine technische Herangehensweise, wo man natürlich auch wieder diese Analysen machen müsste, aber sich. Das ist auf alle Fälle ein gangbarer Weg und da gibt es auch ganz viele Ansätze schon, gerade hier auf dem Kongress, wenn man mal rumläuft, Grünthaler und so, da sehe ich viel Fruchtbares. Bei dem zweiten Punkt, das ist natürlich jetzt eine rechtliche Frage. Ich gehe trotzdem darauf ein, halte mich aber kurz, weil, wie gesagt, es gab auch rechtliche Talks. Die DSGVO hat so einen, sagen wir mal, überwiegend risikobasierten Ansatz. Das heißt, der Verein muss diese Sachen insofern umsetzen, wie Risiken für die Betroffenen entstehen. Das heißt, wenn der Verein so ein multinationales, globales Social Network betreibt, dann sind die Pflichten sehr, sehr groß. Wenn allerdings da nur die Mitgliederliste geführt wird, dann sind die Anforderungen auch sehr viel geringer. Also man muss immer sehen, die Anforderungen, zum Beispiel diese technischen und organisatorischen Maßnahmen, die müssen immer angemessen sein. Das heißt, wenn da eine Liste mit 20 Namen sind, dann muss man jetzt nicht, da reicht jetzt vielleicht nicht um die Cäsar-Verschlüsselung, aber da muss jetzt kein Hochsicherheitssystem da sein. Es muss sozusagen immer entsprechend der Risiken für die Betroffenen. Also ich verstehe auch die Kritik zu sagen, sozusagen diese DSGVO guckt gar nicht, wie groß die Organisation ist. Oder ist meine Antwort dabei zu sagen, ja, die DSGVO schaut, aber wie groß ist das Risiko der Betroffenen?
glaube, bei vielen, die sich da sozusagen beschweren, die beschweren sich auch erstens, weil sie sich nicht vorher damit beschäftigt haben, was sie hätten sollen, und zweitens aber auch, weil da leider sehr viel Angstmache drin war, wie viel Aufwand da tatsächlich auf Leute zukommt und wie groß die Anforderungen sind. Ne? Also die Regularien bei der Datenschutzkonferenz war ja auch irgendwie erstmal warnen und helfen statt abmahnen und so weiter. Also das ist so, genau, das ist so meine Antwort. Also wichtig ist, wie groß ist das Risiko für die Betroffenen. Und das wird bei Vereinen immer nicht so groß sein. Also kommt auf den Verein an. Ich meine, der TÜV ist auch ein Verein. Also. Okay, ich hoffe, das hat es. 5 von 1, bitte. Wir haben jetzt für die Erklärung, was zurückgeht, treffen wir jetzt auf die Erklärung des Standarddatenschutzmodells. Gibt es, sage ich, in der Wissenschaft auch andere Ansätze, die gewählt werden zur Erklärung, was ist Datenschutz oder wie weit sind die Diskussionen da, oder gibt es unterschiedliche, unterschiedlichen Fokus? Also das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage tatsächlich. Ich finde tatsächlich dieses Standarddatenschutzmodell, deswegen habe ich es da unten hingepackt, sehr, 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 sehr gut und trifft das, was ich als großes Problem auch ansehe. Es gibt eine Dissertation von Jörg Pohle, der vierte von unten, Datenschutz und Technikgestaltung, der diskutiert mal die verschiedenen Ansätze. Also es gibt da schon verschiedene Vorstellungen, was ist überhaupt das Schutzgut und wie kann man dem begegnen und so weiter. Da gibt es einen großen Dschungel. Aber ja, da ist sich auch, also mein Eindruck ist, da setzt sich zumindest in der deutschen Diskussion oder europäischen Diskussion, setzt sich gerade so eine bestimmte Richtung durch. Aber es gibt auch andere Ansätze, die zum Beispiel, ne, die rückwärts versuchen, entlang des Rechtes zu rekonstruieren, was eigentlich mal das Datenschutzproblem war, und die dann immer individualisiert Fragen stellen und sagen, wie können wir zum Beispiel das Risiko, so einfache Rechnungen wie das Risiko der einzelnen Personen mal die Anzahl der betroffenen Personen, und so könnte man eben auch an Datenschutz rangehen, und dann hat man nur rein individuell natürlich immer das Problem, was man dann lösen muss. Es funktioniert insofern nicht, wie wir eben gesehen haben, es können natürlich auch eine ganze Menge Leute zu einer Datenverarbeitung zustimmen, deren Konsequenzen dann alle anderen auch noch betrifft. Und in dem Sinne funktioniert der individualistische Ansatz dann nicht. Aber ja, da gibt's ein Zoo, aber ich glaube, das ist das meiner Ansicht nach das sehr gut begründetes. Das Internet hat eine Frage. Ja, geht. Das Internet fragt, gibt es bzw. kennst du eine politikerverständliche Übersicht von chaosnahen politischen Forderungen bezüglich Datenschutz und Datensicherheit mitsamt ihren Begründungen? Moment, eine politikerkompatible? Verständliche Übersicht von chaosnahen politischen Forderungen. Forderungen. Ja. Naja, ich meine, ich kann zum Beispiel darauf verweisen, jetzt vor 2 Monaten war die Bits und Bäume in Berlin, da gab es einen Forderungskatalog. Da spielte auch Datenschutz und Datensicherheit eine Rolle und auch in der Begründung dabei. Da war zum Beispiel der CCC auch schon beteiligt und das FIF, und aber andersrum auch Nachhaltigkeitsorganisationen, BUND und so weiter. Das ist sehr kurz und knackig. Ich glaube, das könnte auch verstanden werden, und es ist auch Chaosumfeld. Ich glaube allerdings, also ne, das denke ich jetzt gerade, verschiedene Leute oder auch verschiedene PolitikerInnen haben verschiedene Vorstellungen, was eigentlich das Problem ist. Deswegen weiß ich noch nicht so richtig, inwiefern so eine Handreichung so verständlicherweise da wirklich helfen würde, die allgemein ist, sondern eher zu fragen, was ist denn sozusagen, was daran ist unklar, um das dann wirklich sozusagen konkret zu erklären. Aber mein Eindruck, ehrlich gesagt, also ich verstehe die Motivation der Frage, aber mein Eindruck ist so ein bisschen, dieses Unverständnis, das hat eher was mit fehlendem Mut zu tun, mal zu sagen, wir müssen da jetzt mal harte Grenzen ziehen. Also es hat weniger mit Verständnis zu tun, als mit nicht verstehen wollen. Und da hilft doch eine Handreichung nicht. Und das ist so, also die Antworten, was notwendig wäre, die werden immer klarer, aber
Ja, das ist, glaube ich, ein politisches, das ist eine politische Frage. So. Und da, da können, ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir hier sind, glaube ich. Mikrofon 2, bitte. Ja, ich wollte nochmal einhaken, du hast ja gerade auch bei dem Thema Algorithmenethik sozusagen gesagt, das ist so eine Stellvertreterdebatte oder beziehungsweise eine Debatte, die muss eigentlich, man will eigentlich nicht über das Eigentliche reden, nämlich was Regulierung sein soll. Ich würde dir insofern zustimmen, dass es die Debatte natürlich ablenken soll davon, dass man nicht weiß, wie man mit Technik umgeht. Ich glaube allerdings, jetzt mal die Gegenthese, dass man in Deutschland allgemein sehr regulierungswillig ist in der Politik, was Technik angeht. Aber ich glaube, man weiß nicht, was man regulieren soll. Also du hast mehrfach selber auch so Begriffe wie Massenmanipulation, Wahlmanipulation genannt. Darüber wird unglaublich viel gesprochen. Ich glaube aber, es hat keiner gerade in der Politik eine Idee, wie man damit umgehen soll. Und wenn dann mal so ein Vorschlag wie Bot-Regulierung eingebracht wird, ist es halt auch Quatsch. Deswegen jetzt meine konkrete Frage, wie würdest du damit umgehen? Also ich arbeite selber im politischen Betrieb und überlege mir also auch immer, wie kann man eigentlich diese Debatten in die richtige Richtung lenken? Wie würdest du damit umgehen, dass man eben nicht über Algorithmenethik als irgendwie Ablenkungsthema redet, sondern dass man sich mit den tatsächlichen Fragen, nämlich was sind sinnvolle Regulierungen, beschäftigt, gerade eben unter dem Aspekt, dass technisches Unverständnis in großen Teilen leider herrscht? Also ist tatsächlich das eine sehr, sehr interessante Frage. Ich glaube, da steckt noch ein bisschen Arbeit drin, diese, zum Beispiel diese Schutzzielfragen auch mal wirklich auszubuchstabieren. Und da gibt es auch Ansätze, ne? Zum Beispiel Martin Ross jetzt gerade für diese KI-Debatte, wo man konkret fragen kann, können denn bestimmte Systeme Garantien aussprechen für grundrechtliche Fragen? Ne? Das, ich habe mal so ein Zitat da reingepackt, ne? Irgendwie so Deep Learning-Systeme sind also nicht prüfbar, nicht evaluierbar, ändern ihre Eigenschaften, liefern keinerlei Begründung, sind leicht zu manipulieren, willkürlich aufgebaut und immer ungenau. Das klingt jetzt nach einem coolen System, wenn man Bilder sortieren will, klingt nach einem nicht so guten System, wenn man Straftäter erkennen möchte. Und ich glaube, die Aufgabe bestünde darin, diese Fleißarbeit auszubuchstabieren, was zum Beispiel diese Schutzziele für die einzelnen Systeme, und das macht teilweise das Standard-Datenschutzmodell auch schon, diese Ergebnisse zu zirkulieren. Und da gibt es tatsächlich da gibt es gute Arbeiten, und ich glaube, mittlerweile wäre es sogar möglich, können wir uns danach nochmal verbinden, dass da vielleicht die richtigen Informationen an der richtigen Stelle mal landen, weil ich glaube, die sind mehrheitlich schon da. Ich glaube, in der Folge schaffe ich es nicht mehr zurück. Erklären zu tun. Ah, okay, knapp. Aber wenn der Wille da ist, so zu agieren, also ich in der Regulierwilligkeit sehe ich jetzt nicht so richtig. Ich habe aus dem Video bisher ungefähr noch gar nichts mitgenommen. Also das ist wieder eins der Videos, das komplett an mir vorbeigegangen ist. Genau diese Papers, die es dazu gibt und so weiter, halt ein bisschen aufbereiten und dann an die richtigen Stellen bringen als Hinweise. Wie gesagt, das heißt aber eben auch, also oh Gott. Das heißt aber eben auch, dass bestimmte Akteure dann eben auch was abgeben müssen oder nicht mehr zulässig sind oder bestimmte Geschäftsmodelle nicht mehr möglich sind. Also wenn PolitikerInnen damit einverstanden sind, dann kann man da auch was machen. Okay, Mikrofon 1, bitte. Hi, ich habe auch eine Frage zu Regulierung. Und zwar, also aus einer soziologischen Perspektive ist es so, dass bei Regulierung eben auch die Regulierten mitarbeiten. Also das läuft im politischen Betrieb ganz oft über Aufrufe für Comment Letters. Also das Bundesministerium für Verkehr und bla hat was über Fahrzeugdaten veröffentlicht und die haben sehr, sehr dezidiert politische, ökonomische Benefits bei den Herstellern gesehen und dann sind alle aufgerufen worden, innerhalb eines halben Jahres ihre Meinung dazu zu posten. Und bei sowas haben natürlich starke Akteure, die du auch genannt hast, also Tech-Giants, immer einen strukturellen Vorteil. Genau, also wenn du dich für eine starke Regulierung aussprichst, hast du da schon irgendwie Vorstellungen, wie man so diesen Bias an der Stelle ausschaltet? Also, dass die Starken weiterhin auch privilegiert bleiben, selbst wenn es Regulierung gibt? Tja, das ist so die Königinnenfrage an der Stelle. Naja, es hat natürlich immer was damit zu tun,
wer wird da befragt, wer hat die Möglichkeiten? Ich kenne es ja selber auch von irgendwie, egal ob es Sachverständigenanhörungen sind oder irgendwie Eingaben, die gemacht werden können, die Firmen schicken ihre Leute in der Arbeitszeit dahin, um das zu tun, und die NGOs gucken halt, wo sie ihre Ehrenamtlichen abziehen können, um da vielleicht jemanden, das ist ein großes Problem. Also ich glaube, da ist tatsächlich so eine grundsätzliche, da wage ich mich jetzt auch ein bisschen aus dem Fenster, aber so eine grundsätzliche Herangehensweise gefragt, das betrifft ja die Frage, wie unsere Demokratie funktioniert. Also das ist nichts, was irgendwie, also ich meine, von Diesel bis hin zu, fange ich gar nicht erst an, also das ist keine Datenschutzfrage, von Diesel bis fange ich gar nicht erst an, GG. Und ich weiß nicht, also da gibt es ja ganz viele Ideen mit Lobbyregister und diese, ne, was da alles gibt. Vermutlich müsste man da sozusagen wir alle die Aktivitäten so in so diesen digitalen Rechtsfragen tätigen. Vermutlich wäre es sogar eine langfristige oder nachhaltige Lösung zu sagen, bei all unseren Aktivitäten nehmen wir 10% weg und packen die in, weiß ich nicht, Lobby Control und so weiter, um diese Strukturen da irgendwie zu stärken. Das wäre mein Eindruck, weil teilweise, wenn man sich anguckt, wie so die Digitalrat, KI-Enquete und so weiter, wie die zusammengesetzt sind, klar, wenn ich Leute von einem bestimmten Hintergrund einlade, ist mir klar, dass ich dann diese Antwort kriege. Also das ist jetzt so ein bisschen so eine Frage, wie kriege ich mehr Leute aus der Wissenschaft rein und mehr Betroffene und so weiter. Und deswegen tut mir jetzt leid, dass es das vielleicht eine nicht so hilfreiche Antwort ist, aber ich glaube, das ist eine Demokratiefrage und da gibt es jede Menge auch zu tun. Und auch deswegen sollte uns das interessieren, weil ansonsten unsere ganze Arbeit da auch teilweise ins Leere läuft, weil dann eben das kaputte System das alles wieder auffrisst. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ich merke, die Diskussion ist, die brennt. Leider läuft uns die Zeit ein bisschen davon. Wo finden dich die Leute hier auf dem Kongress? Ihr findet mich entweder unter dieser E-Mail-Adresse oder aber diese zum Boost, Beispiel oder? Im Pfiffstand hier CCL 0. Etage. Hier drunter. Ich werde danach einfach auf den Knopf drücken und runterfahren. Dann findet ihr mich da. Dankeschön. Ja, genau. Applaus. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid, Video ist vorbei. Link zum Video ist wie immer in der Beschreibung. Ich werde wahrscheinlich off-camera jetzt zurücktraveln und dann werden wir vermutlich in der nächsten Folge die ganzen Maschinen starten und manche alles in die Luft jagen. Genau, IP-Adresse ist Silly, also IP-Adresse ist 149.202.127.S34, findet sich natürlich auch in der Videobeschreibung, oder alternativ sillyhuhn.com, genauso geschrieben wie der untere Name hier im Scoreboard. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.